Guten Abend, liebe Kinder, guten Abend, liebe Eltern und herzlich willkommen zur heutigen Online-Lesung aus der Hörbuchreihe Die Reisen des Kuhkönigs. Ich bin Mario Mietig und schreibe Tiergeschichten rund um das positive Denken. Heute habe ich euch eine kleine feine Fabel mitgebracht zum Thema Hilfsbereitschaft, denn gerade in der aktuellen Situation ist es umso wichtiger, dass wir füreinander da sind, uns gegenseitig helfen. Und wenn jemand Hilfe wirklich gebrauchen kann, dann ist es egal, was wir über den anderen denken, welche Vorurteile wir möglicherweise haben, sondern wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht er diese Hilfe. Und genau darum soll es heute in der heutigen Kurzgeschichte gehen. Bevor ich anfange, möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Mein kleiner Begleiter hier, der mich jede Woche begleitet, das ist Kilian. Kilian, der kleine Kuhkönig. Er ist der Hauptdarsteller in meiner Hörbuchreihe und spielt vor allen Dingen im zweiten Buch Die Reisen des Kuhkönigs, Die Suche nach dem Glück, eine große Rolle und begibt sich mit seinem besten Freund Freddy dem Fuchs auf ein großes Abenteuer. Heute gibt es eine kleine Fabel, die inhaltlich in das erste Buch einzuordnen ist. Ich habe diese noch nachträglich geschrieben. Und wünsche euch nun ganz viel Spaß bei der Lesung der Fabel mit dem Titel Die Ratte der Lüfte. Der Boden wippte unter jedem Schritt. Es fühlte sich an, als würde man auf einem Bett laufen. Die Luft roch nach Moos. Am Boden glitzerten weiße Blümchen. Sie funkelten wie Sterne. Die Kuhkönigin. Oh, die da ist schön. Und diese ist noch schöner. Oder diese? Wenige Minuten später hielt sie einen Strauß in den Händen. Er enthielt große Blüten, kleinere Blümchen und winzige Knospen. In einer Vase mit Wasser würden sie sich öffnen. Die Windröschen waren für das Fensterbrett in ihrem Arbeitszimmer bestimmt. Dort saß die Kuhkönigin täglich und nähte Kleider. Manchmal fragten sie ihre Freundinnen, warum sie diese einfache Arbeit macht. Sie hatte es nicht nötig. Schließlich war sie die Kuhkönigin. Ihre Antwort war einfach. Es machte ihr Spaß. Sie nähte die Kleider, weil sie den anderen Kühen etwas Gutes tun wollte, weil sie etwas zurückgeben wollte. Wenn andere Kühe ihre Kleider trugen, war es das schönste Gefühl für sie überhaupt. Die Kuhkönigin atmete die Waldluft ein, hielt einen Moment inne und machte sich schließlich auf den Heimweg. Aus einem Spaziergang war eine lange Wanderung geworden. Sie würde eine Stunde nach Hause brauchen. Die Kuhkönigin trabte und trabte, gedankenversunken. Ihr Blick schwebte über den Boden. Da liegen die Herbstblätter vom vergangenen Jahr. Sie bedecken die Wurzeln wie eine Bettdecke. Und da ruhen verdürrte Nadelzweige. Früher hielten sie spitze Blätter am Tannenbaum. Nun sind sie alt. Sie zerfallen zur Erde und werden später die anderen Pflanzen ernähren. Und da liegt etwas Graues. Die Kuhkönigin sprang einen Schritt zurück. Mu, ein graues Tier. Was ist das? Mit geekelter Neugier musterte sie das Wesen am Boden. Da unten lag eine Taube. Den linken Flügel hatte sie ausgestreckt, den rechten angelegt. Die kleine Taube zitterte. Ihr Bäuchlein pulsierte. Die Kuhkönigin trat näher heran. Das Vögelchen sah aus, als benötige es Hilfe. Aber es war eine Taube.
Diese Tiere wurden auch Ratten der Lüfte genannt. Hilf mir, Kuhkönigin. Die Taube versuchte, mit der Kuhkönigin zu sprechen. Die Gedanken rasten der Kuhkönigin durch den Kopf. Mu, das arme Tier, es braucht Hilfe. Es wird sterben, wenn ich ihm nicht helfe. Aber es ist eine Taube, eine Ratte der Lüfte. Sie könnte krank sein und mich anstecken. Ich könnte eine Seuche bekommen. Da war noch ein Gedanke. Die Kuhkönigin erinnerte sich an ihren lieben Mann, den Kuhkönig Thilo Sagaslas. Er sagte immer: Hilf jedem, der deine Hilfe braucht. Hilfe ist wichtiger als deine Meinung über den anderen. Die Kuhkönigin dachte einen Moment über die Worte ihres Mannes nach, wandte sich schließlich zur Taube am Boden und bückte sich und fragte sie: Mo, was ist passiert, kleine Taube? Kuh, Kuh, ich war in der Stadt, bei den Menschen. Da lagen Körner auf dem Boden, leckere Körner. Ich pickte sie auf. Plötzlich war da ein Mensch. Er sprang auf mich und wollte mich fangen, aber ich flog weg. Er erwischte mich am Flügel. Mit letzter Kraft schwebte ich in den Wald. Hier bin ich verloren, Kuhkönigin. Mu, oh je, kleine Taube, dein Flügel scheint gebrochen zu sein. Kuh, Kuh, ich werde sterben. Mu, nein, kleines Täubchen, du wirst nicht sterben. Ich bin ja da. Ich nehme dich mit und wir bekommen dein Flügel wieder hin. Die Kuhkönigin zog ein weißes Taschentuch heraus, beugte sich weiter zur Taube, wickelte sie ein und nahm sie mit auf den Heimweg. Mu, alles gut, kleine Taube. Ich bringe dich in den Garten unseres Schlosses, zu den anderen Vögeln, zu den Papageien, die wir da halten. Du wirst dich sicher gut mit ihnen verstehen. Dort bist du in Sicherheit und kannst wieder gesund werden. Die Taube sah während des Weges zur Kuhkönigin hinauf. Ihre Äuglein waren ganz feucht. Sie strahlten voller Hoffnung und Dankbarkeit. Wenn wir anderen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, helfen, dann geben wir ihnen etwas, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Wir geben ihnen Liebe, wahre Nächstenliebe. Und das ist wichtiger als unsere Gedanken und unsere Vorurteile, die wir über den anderen haben. Wenn euch diese kleine Fabel gefallen hat, dann werdet ihr mit Sicherheit auch das Hörbuch dazu mögen. Ich lade euch herzlich ein, euch das Hörbuch herunterzuladen auf meiner Webseite www.kuhkönig.de/zu den Hörbüchern. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken. Ich habe eine kleine Osteraktion vorbereitet für euch. Als Teilnehmer dieser Vorlesung erhaltet ihr das Hörbuch noch bis Mittwoch, den 8. April, statt 9,95 für nur 5,95 und könnt euch damit das ganze Hörbuch mit 8 Folgen jederzeit auf eurem PC oder eurem Smartphone anhören. Wenn euch diese kleine Lesung gefallen hat, dann lade ich euch herzlich wieder nächste Woche ein. Gleicher Zeit, gleicher Ort. Am Ostersonntag um 18 Uhr lese ich wieder aus meiner Hörbuchreihe Die Reisen des Kuhkönigs auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn ihr weiter über aktuelle Hörproben und Lesungen informiert sein möchtet, dann folgt mir gern auf YouTube, abonniert meinen Kanal und hinterlasst mir auch gern einen Like. Würde ich mich sehr darüber freuen.
Mit diesen Worten wünsche ich euch eine wunderbare Woche, einen schönen Sonntag noch. Bleibt gesund und denkt positiv. Viele Grüße aus dem schönen Frankfurt-Berkersheim. Euer Mario Mietich.